Jö, dann mal weiter im Text. Play, play. Und wir wollten jetzt eigentlich nur Munition farmen. Klingt jetzt nicht so spannend. Und warum ist hier eine Leiter? Nur Deko. Ich kann von hier oben nicht... Ah, doch. Messern. Aber gut, wir wollen da rein. Und das ist dieselbe Karte wie vorher. Und dann looten wir jetzt alles. Und gucken in die Shops und was weiß ich. Und ändern vielleicht noch Dingens. Unseren Zauber. Oh, warte mal. Das ganze Feld zählt als... Oder? Nee, okay, kann ich rumgehen. Ich mag die Jungs. Hört sich irgendwie cool an. Asimon Fischmensch. Die sind zwar nicht so cool, aber sind schön leichte Beute. Da kommen wir rein. Ah, ist der Fischmann. Die bringen fast immer Munition, kann das sein? Also Fischmenschengeld, komische Krabbelfiecher vom Boden Geld, also Artefakte. Ja, und die Leute? Munition. Oh. Klick. Das hat sich rentiert. So, und du da hinten warst Schlösser öffnen oder springen, glaube ich. Hypnotik. Könnte bestimmt interessant sein. Aber, nö. Dafür bin ich zu geizig. Wenn das jetzt mal 10, 20 Punkte kostet, dann will ich die nicht dafür ausgeben, dass ein Gegner sich nur mal kurz umdreht und jemand anderen angreift. Außer das zählt bei diesem Riesenklopf vielleicht. Dieser tentakelbesetzte Pudding. Wenn es bei dem ginge, wäre es natürlich praktisch. Dann könnten wir den das ganze Level töten lassen. So, Resonant. Resonant macht Schlösserklang. Das merken wir uns mal. Du bist bläulich. Ach, und man sieht hier das Symbol, das unten links gerade in der UI eingeblendet wird. Das heißt, daran können wir auch sehen, was für ein Zauber das ist. So, ein Artefakt übersehen, das ist nicht ganz so wichtig. Unten ist ein Shop. Gucken wir mal, ob wir da Pistolen kaufen können. Wenn ja, wie teuer? Denn jede Pistole ist Munition. Auch wenn ich es ein bisschen komisch finde, dass sie nur Pistolen verkaufen und nicht einzelne Munition, aber wir sind in einem Horrorbuch gefangen. Da können wir nicht erwarten, dass die Shopkeeper einigermaßen rational handeln. Oh, und die Sachen sind weg. Okay. Also wir können nicht einfach jedes Mal wieder ins Buch springen und bessere Zauber bekommen. 10 Stück, 3 Kugeln. Ah, ganz schön happig. Das will ich nicht. Ja, ich habe viele gute Sachen in meinem Shop. Nee, ich gebe keine 20 Artefakte aus, nur für 6 Kugeln. Die muss ich irgendwie anderweitig zusammenkriegen. Gucken wir weiter runter. Wir müssen einfach nur mehr Jungs umbringen. Oh. Oder ist einfach nur Zufall und die hier können die auch droppen. Umso besser. Dann würden wir gerne hier wieder raus, oder? Ja, Sackgasse. Oh. Also hier hoch. Stimmt, da war ich einmal drin gefangen und dachte, ich kam nicht wieder raus. Genau. Oh, und das geht, wo wir noch gar nicht drin waren. Nämlich hier. Wo sich wieder irgendwelche Leute selber umbringen. Und das war's auch schon. Oh, oder auch nicht. Zing, zing, zing. Ja, okay. War nicht so viel. Ein Schlüssel und ein paar Artefakte. Also wir könnten auch versuchen, mit dem jetzigen Equipment in die nächste Welt zu gehen und im Nahkampf ein bisschen was zu töten, aber ich sehe das nicht so wirklich kommen. 5.
Also wir machen regelmäßig ganz gut Geld. Schlüssel haben wir auch ein paar. Also vielleicht doch die Kugeln kaufen beim Shop. Wofür brauchen wir das Geld sonst? Sprungschuhe. Ich hätte richtig gerne Sprungschuhe. Oh. Und dieses Medpack klang auch nicht schlecht. Wenn man stirbt, dass man wiederbelebt wird. Also nicht wiederbelebt in der Bücherei auftaucht, sondern ich nehme einfach mal an, hier drin wiederbelebt wird. Hopf. Ne, okay. Gehen wir runter. Darum, darum, darum. Darum. Oh. Wir könnten auch, wenn wir es jetzt unterwegs nochmal finden sollten, ein Schadensamulett mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir einfach mehr töten und die... Genau das da. Dass wir einfach mehr töten und nicht auf die Karte angewiesen sind. Wir müssten dann halt einfach nur systematisch das ganze Ding ablaufen. Wie teuer bist du? 30. Und Kugeln zerstören Terrain. Das klingt echt sehr praktisch. Aber ich kann auf der Karte recht viele Sachen verpassen. Na gut, wir müssen es einfach vornehmen. Wir müssen auf jedem Kartenebene alle Räume einmal abgehen. Gut, indem wir das geklärt haben. Genau, nur noch einen Schlag, sehr schön. Und ich würde auch gerne die Pistolenkugeln jetzt ausprobieren, weil die Wände zerstören können, aber das wäre wieder Verschwendung. Aber so können wir uns bestimmt richtig gut Zugang verschaffen zu irgendwelchen Bereichen. Du bist Hypnose. Teleport. Drücke und halte rechte Maustaste, um den... Ah, nee. Drücke die rechte Maustaste einmal, um ein Beacon zu setzen. Drücke die rechte Maustaste noch einmal zum Zurückteleportieren. Drücke und halte die rechte Maustaste, um den Beacon wieder aufzuheben. Das Werfen und das Benutzen des Beacons ist kostenlos. Es kostet dich 4, um zu teleportieren. Oh. Das klingt einigermaßen praktisch. Ich weiß noch nicht ganz, wofür ich es einsetzen könnte, aber es klingt irgendwie praktisch. Also als Rückzugsmöglichkeit. Das heißt, wir setzen am Anfang des Dungeons einfach ein so ein Ding hin. Und wenn diese riesigen Tentakelblobs auf uns zugestürmt kommen, dann können wir panisch einfach auf die rechte Maustaste drücken und kommen zurück. Das klingt nicht schlecht. Wenn wir schnell laufen, können wir höher springen? Nein. Okay. Ich wollte schon sagen. Also netto 2 Artefakte. Das finde ich jetzt nicht so toll. Oh, irgendwo war ein Fisch. Ding. Hallo? Ich habe dich gehört. Wo bist du? Da bist du. Zing. Ein Artefakt, das ist doch echt albern. Oh, und du bist auch schon wieder da. Runter, 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 runter. Da ist das Höher-Springen-Ding. Ich glaube, das ist mir schon fast lieber als das Zurückteleportieren. Weil damit können wir sehr viele Sachen umgehen. Du bist doof. Okay, oder auch nicht. Ich komme nämlich nicht an deine Leiche ran. Und ich werde da garantiert nicht runterspringen. Ja, also zurückteleportieren klingt zwar ganz nett, aber höher springen ist praktischer. So. Bank. $230 hätten wir schon mal auf Tasche. Aber so wirklich teure Sachen haben wir noch nicht gesehen, ne? Die man sich kaufen könnte. Okay. Wir würden gerne weiter runter. Nicht hier. Hier, glaube ich. Nee, hier war es falsch. Wir müssen nach oben links auf der Karte. Oh, da ist so ein fliegendes Auge. Da kommt man so schlecht ran. Rüber mal. Ich sag ja, das Springding ist echt praktisch. So, wir wollten aber nach oben links. Und oben links wollten wir nach unten. Hier.
Ja. So, hier nach unten. Und da ist schon der Ausgang. Irgendwer hat eine Tür aufgemacht. Irgendwas hier in der Nähe. Ah, okay. Zwei Kugeln, sehr schön. Haben wir schon mal 9 Schuss. Das wird uns in der zweiten Welt nicht so wirklich helfen. So, und hier ist irgendwo der große Blub und ein Auge. Okay, da ist ein Hom-Hom. Hätten wir schon mal. Toxische Früchte essen wir nicht. Du bist der Stealth-Typ, den will ich nicht. Ich höre ganz komische Geräusche. Ich hätte gerne noch einen Springbrunnen. Geronimo! Hops, hops, hops. Ich höre nämlich auch Wasser gluckern. Heißt, hier könnte echt ein Springbrunnen sein. Wo ist der Hom-Hom-Männchen? Um nicht zu sagen, ist weg. Okay. 1 6 X. So was für ein Loch haben wir gemacht. Großes. So. Oh, hier geht's weiter runter. Ich sehe noch nirgendwo den Blub, aber ich höre überall das Blubbern. Ich will das Ding haben. Also den Springbrunnen. Das war der leere Raum, da hatte ich mich letztes Mal schon drüber mokiert. Oh. Hier irgendwo. Ja, dich haben wir auch schon ein paar Mal getötet. Aber hier höre ich es blubbern. Also unten links auf der Karte. Gut, vielleicht eine Etage tiefer. Das heißt, wir suchen jetzt den nächstbesten Runtergang. Oh, ist ein Ticken zu tief runter. Hier ist gut. So. Oh. Der macht das Blubbergeräusch. Du kommst da gar nicht runter, ne? Ist da. Warte mal. Da ist eine Dynamitstange bei ihm. Aber dann würde er runterfallen, das will ich ja nicht. Okay. Also schade, das Blubbergeräusch bedeutet nicht automatisch, dass da eine Fontäne ist. Sondern es kann auch dieser Tentakel-Boss-Monster-Typ sein. Was haben wir hier? So, 15 Schuss inzwischen. Keine permanente Leben dazu bekommen. Keine besondere Ausrüstung. Aber den Sprungzauber. Also wirklich lohnt tut sich das nicht. Die Level nochmal abzugrasen, wenn man beim ersten Mal einigermaßen gründlich ist. Das heißt, man muss echt einfach nur Glück haben bei dem Random Generator, dass man das richtige Equipment zusammenbekommt und genug Springbrunnen. Das wäre ein bisschen doof. Aber na gut, wir suchen jetzt den richtigen Ausgang. Der vielleicht hier ist. Und gehen in die nächste Welt zurück. So, kommst mit. Da ist der große Typ. Oh, stimmt, wir müssen noch die Schatzkammer plündern. Also die da. Erhöht den Loot, den man findet.
Naja, Schlüssel. Das ist Geschmackssache.